So, hallo und herzlich willkommen YouTube. Hallo Freunde, hier ist wieder Chilled Frank mit einer Ausgabe von Let's Play Rail Sim. Dies ist der 6. Teil, wird auch auf absehbare Zeit der letzte Teil dieser Rail Sim Serie sein. Dazu aber später etwas mehr. Erstmal dazu, ich habe schon das Spiel geladen. Wir spielen ein Szenario auf einer Strecke, die wir bisher noch nicht kennengelernt haben. Und zwar auf der Strecke Bath Temple Combe. Das ist grob die Gegend um Oxford herum, also diesmal im südlichen England. Fahren wir eine sogenannte Black Five, eine der schönsten britischen Dampfloks, so sagt man, die bisher gebaut wurden oder die gebaut wurden. Wir spielen das im Winter. Wir haben ein einfaches Personenszenario. Wir fahren in Temple Combe ab, müssen an drei Orten sozusagen Passagiere abholen. Das war es dann. Also sollte jetzt nicht zu schwierig sein. Wir übernehmen die Personenbeförderung auf der sich dahin schlängelnden südlichen Teilstrecke zwischen Temple Combe und Evercreech. Da es nur wenige Zwischenhalte gibt, können Sie während der Fahrt die Aussicht genießen. So, das ist das Szenario. Sollte machbar sein. Um nicht allzu viel Zeit zu verlieren, gehen wir gleich in den Führerstand und fahren los. Das ist also die erste Dampflok, die wir fahren. Ich fahre sie in echt, in Anführungszeichen, also im Modelleisenbahnbetrieb eigentlich sehr gerne. Bisher habe ich mich so ein bisschen gesträubt, sie jetzt auch hier zu fahren. Die kleineren Dampfloks haben mir, ich habe die bei Probe gefahren, so eigentlich auch nicht besonders gut gefallen. Aber diese Dampflok ist wirklich was Besonderes und wir sollten die auf jeden Fall noch mal kennenlernen, bevor wir das Let's Play hier an dieser Stelle erstmal beenden. So, jetzt blenden wir erstmal wie immer die wichtigsten Dinge ein. Bisschen gewöhnungsbedürftiger Ausguck hat die ganze Geschichte, finde ich. Also wir werden recht häufig zwischen rechts und links pendeln müssen. Was ich bisher nicht finden konnte, ist eine Angabe über die Höchstgeschwindigkeit dieser Lok. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie wir die zu fahren haben. Ich hoffe, dass ich die nicht irgendwie hochjage. Also insofern werde ich mich mit der Höchstgeschwindigkeit hier auch ein bisschen zurückhalten bei dem Zugmaterial, um da nicht irgendetwas zu provozieren, was wir hinterher alle bedauern. Hier eine sehr schöne Vorbeifahrt an einem anderen wartenden Nahverkehrszug. Herrlich. Sehr schön. Jetzt sind wir auch auf der richtigen Seite. Die Strecke ist also begrenzt auf 70 Miles. Ich weiß eben nicht so ganz genau, was wir wirklich hier unserer Class 5 zumuten können. Ich habe schon mal im Führerstand nach irgendeiner Geschwindigkeitsbegrenzung gesucht, habe aber diesbezüglich nichts gefunden. Und ich denke mir, wir werden es so mit 50, 55 maximal auch belassen, damit wir da nichts provozieren, was wir hinterher bedauern. So, ja, schöner Führerstand. Großer Führerstand ist natürlich auch eine relativ große
Dampflok. Wie gesagt, ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut, Informationsmaterial zum Rollmaterial vorzubereiten. Daran soll es auf keinen Fall scheitern. Jetzt werde ich aber erstmal die Lok hier bei 50 Miles so ein bisschen einpendeln, weil ich sonst doch ein bisschen Sorgen habe, dass wir die überhitzen. Ja, also zum Hintergrund der Strecke Bath-Templecombe. Wir starten also im Süden in Templecombe und fahren in die untere südliche Hälfte in Richtung Bath, ohne das aber zu erreichen. Die Eisenbahngesellschaft Somerset and Dorset Joint Railway entstand im Jahre 1862. Es wurde allgemein erwartet, dass diese Landverbindung zwischen dem Bristol-Kanal und dem Ärmelkanal erheblichen Verkehr anziehen würde. Dies trat jedoch nicht ein, weswegen das Unternehmen beschloss, einen Anschluss von der Abzweigstelle Evercreech nordwärts bis nach Bath zu bauen, der dort auf die Midland Railway stieß. Dieser Anschluss musste über die Mendipils verlaufen, da die Finanzen nicht für einen Tunnel durch die Berge reichten. Dies stellte aus Sicht der Ingenieure ein immenses Problem dar. Dennoch wurde die Strecke fertiggestellt und verlief nun in einem Bogen durch die Kohlefelder von Somerset, wodurch zusätzlicher Verkehr gewährleistet war. Der Anstieg an den nochmal eine Vorbeifahrt, sehr schön. Der Anstieg an den Mendipils war einer der schwierigsten, den die Eisenbahnlinien im ganzen Land zu bewältigen hatten. Er verlieh der Strecke aber auch einen besonderen Charme und Charakter. Nach Süden fahrende Züge, die Redstock verließen, mussten sofort einen nahezu ununterbrochenen Anstieg von etwa 12 Kilometern Länge bewältigen, dessen Steigung bis zum Gipfel fast durchgehend bei 20 Promille lag. Die Strecke nach Norden war keinesfalls einfacher, da die Steigung von der Abzweigstelle Evercreech an konstant auch bei 20 Promille lag. Im Jahre 1948, wird eben ein bisschen kurz überprüfen, wir kommen langsam an der ersten Station an. Von daher einmal kurz diese Streckenkunde kurz unterbrechen. Das ist Wincotton. Na, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich habe ja die Tendenz, immer an diesen Bahnhöfen vorbeizurauschen und kann jetzt wirklich mal ganz stolz vermelden, dass ich diesmal Wincotton wohl getroffen habe. Sehr schön. Aber auch mal wieder gerade eben. Jawohl. Ja, also wirklich eine schöne Lok. Da ist uns nicht zu viel versprochen worden. Das ist schon prima Rollmaterial. Gar keine Frage. Auch ein schöner kleiner Bahnhof. Also sehr, sehr nett gelungen. Blick in die Umgebung. Und unsere Fahrgäste
fahren zumindest die, die wir jetzt hier besichtigen können sozusagen, die fahren First Class. Hm? So kann man es aushalten. Sehr schönes Abteil. Das ist die Umgebungskarte. Moment, das war wieder falsch. Ja, ich warte diesmal noch kurz ab, bis mir dann tatsächlich dieses Ziel hier als erfolgt angezeigt wird. Da habe ich ja immer Schwierigkeiten zu entscheiden, wie lange ich eigentlich immer warten muss. Tja. Der erste Teil gilt noch nicht als abgeschlossen. Ah, ich warte noch mal zu. Ich bin diesmal etwas mit mehr Sitzfleisch ausgerüstet, um einfach zu testen, was sich da tut. Wir stehen zwar mittlerweile schon 3 Minuten, aber Winkerton, obwohl Abfahrt 16.22 Uhr sein soll, wird mir immer noch nicht als erledigt angezeigt. Tja. Ich fahre mal ein kleines Stückchen vor. Um auszuchecken, ob das eventuell an dem Halt liegen könnte. Dass quasi erwartet wird, dass der hinterste Waggon auch komplett dran steht. Dann hätten wir ja eventuell eine Erklärung gefunden. Vielleicht noch ein ganz kleines Stück. So. Ich glaube, jetzt kann nicht gemeckert werden. Na, wir haben einen Gegenzug.
Sehr schön. Wunderbar. Das wird mir aber immer, Winkert wird mir immer noch nicht als erledigt angezeigt. Ja, was soll ich sagen? Ich denke aber einfach, wir fahren jetzt weiter. Noch länger zu warten bringt dann nichts. Wir hatten jetzt eine reine Wartezeit von 7 Minuten. Das ist entschieden zu viel. Das kann nicht sein. Also wir können ausgehen von einer Fahrzeit von 6 Minuten in etwa nach Cole. 4,1 Meilen. Genießen wir noch ein paar Außenansichten. Und natürlich die von mir immer hochgeschätzte Filmperspektive. Gut, lernen wir noch ein bisschen was zur Strecke. Da sind wir ja stehen geblieben. Im Jahre 1948, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden die Eisenbahnen in Großbritannien verstaatlicht. Und die Strecke wurde der Kontrolle der Southern Region von British Railways, später British Rail, unterstellt. Das Fahrgastaufkommen erreichte Mitte der 50er Jahre einen Höhepunkt, da viele Passagierzüge aus Städten wie Birmingham und Wolverhampton die Strecke befuhren. Der Pines Express aus Manchester verkehrte ebenfalls auf der gesamten Strecke zwischen Bath und Temple Cove. Im Jahre 1958 wurde ein Teil der Strecke von der Western Region von British Railways übernommen. Dadurch verlor die Strecke zwischen Bath und Temple Cove schnell an Bedeutung, da viele überregionale Verbindungen auf andere Strecken auswichten. Der letzte Pines Express verkehrte im Januar
im Jahr 1962 auf dieser Strecke. Nach diesem Tag fuhr der Zug über Oxford und damit nicht mehr über die Strecke Somerset and Dawson Joint Railway. In diesem Jahr wurde die Strecke schließlich nur noch für lokale Verbindungen genutzt und ihre Schließung stand unmittelbar bevor. In den letzten Tagen fuhren Sonderzüge über alle Abschnitte des gesamten Schienennetzes. Eisenbahnfans aus dem ganzen Land fuhren ein letztes Mal auf der Strecke, um ihr so ihren Respekt zu zeigen. In Rail Simulator wird die Strecke im Jahre 1955 simuliert, in dem das höchste Verkehrsaufkommen auf der Strecke herrschte. Ihnen stehen verschiedene Passagier- und Güterzüge in authentischen Farben zur Verfügung, die die Vielfalt des Betriebs auf der Strecke zur damaligen Zeit widerspiegeln. Gut, und hier geht es eben um einen speziellen Personenzug sozusagen, angezogen von der sogenannten Black Five, die wir jetzt ja schon so ein bisschen von außen betrachten konnten. Noch 2 Meilen bis Cole und dann geht es doch zur Abzweigung Evercreech. Entschuldigung. So, mal ein bisschen Signalhorn betätigen. Ja, hört sich doch auch nett an. Jetzt kommen wir sogar auf eine kleine Fahrt hinaus und noch 2 Minuten bis nach Cole. Ja, ich bin noch mal gespannt, wie das aussieht, ob wir dann das so hinkriegen können, dass das mal zu einem gültigen Halt wird. Nicht, dass es wirklich spielentscheidend ist, also zumindest für mich nicht, aber so können wir nie ein Szenario wirklich abschließen. Und doch auch dafür müsste es doch eine Lösung geben. So, ein ganz klein bisschen schon mal mit der Zugbremse arbeiten. Und wir sind wahrscheinlich wieder zu schnell. Jawohl. Ich habe es mal wieder geschafft. So richtig schön satt an dem Bahnhof vorbeizufahren. Aber so richtig schön satt. Heiliges Kanonenrohr. So, fahren wir mal ein Stückchen zurück. Mal gucken, ob wir das noch ausbügeln können.
Aber das ist ja so satt daneben hergefahren. Also. Das ist ja echt unglaublich. Ich glaube, da war also wirklich gar kein Teil vom Zug auch noch halbwegs in der Nähe vom Bahnsteig. So. Die Lok haben wir jetzt ja schön eingefahren. Tja. Was soll ich sagen? Wir haben wieder Gegenverkehr. Ah, er fährt durch. Okay. Ja, wir gelten als... Wir müssten als erfolgreich gelten. Also auch wenn das hier nicht als abgeschlossen steht, denn uns wird hier schon Evercreek angezeigt, wo wir ja um 16.43 Uhr jetzt erwartet werden. Naja, also was heißt abgeschlossen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich ein Abschluss war. Aber so wie wir hier vorbeigesegelt sind, heiliges Blechle. Da hilft nur noch eins, jetzt wirklich schnell nach Evercreech. Oh, halt. Ich glaube, ich sollte noch... Was habe ich denn jetzt schon den Richtungswechsler betätigt? Nein. Habe ich nicht. Also eine weitere Verzögerung, weil wir noch auf Rückwärtsfahrt stehen. Gott sei Dank ist Evercreech nicht allzu weit entfernt. Das sind also nur 2,8 Meilen, 6 Minuten Fahrzeit. Noch mal ein bisschen zu Außenansichten wechseln. Ist ja gerade bei dieser schönen Winterlandschaft besonders angenehm. Und genießen wir das für den Moment. Gut, jetzt vielleicht noch, weil wir ja schneller dort ankommen, als uns wahrscheinlich
recht ist. Noch ganz kurz zur Standard 460 Lok oder auch genannt Black 5. Die von Sir William Stainier entworfene Class 5 Lok wurde von der London Midland and Scottish Railway zum ersten Mal im Jahre 1934 eingesetzt. Sie ist eine der schönsten Loks, die jemals für British Railways entworfen wurde. Dieses Modell wurde mehr als 800 Mal gebaut und blieb bis zum letzten Tag der Dampfzugfahrt bei British Rail im August 1968 im Einsatz. Die Class 5 Loks, Moment, ich mal eben mal wieder kurz die Ansicht wechseln. Die Class 5 Loks wurden über einen Zeitraum von 17 Jahren in drei verschiedenen Werken von zwei verschiedenen Herstellern gebaut. Jede Serie wies diverse Neuerungen und Veränderungen auf. Das in Rail Simulator verfügbare Modell wurde um 1944-45 in den Crieff Locomotive Works gebaut und verfügt über die sogenannte Straight Throat Plate, eine hohe Feuerbüchse. Die Class 5 erhielt den Beinamen Black 5, da von den insgesamt 842 gebauten Loks 838 schwarz lackiert waren. Die meisten trugen die Markenzeichen der LMS oder von British Railways. Die typische schwarze Farbe blieb aber mit nur vier Ausnahmen, ne, allen anderen Loks erhalten. Jetzt muss ich einmal ganz kurz unterbrechen. Nicht, dass wir hier zu sehr überhitzen. Ich tue mal den Regler runter so ein bisschen. Ja, wir können quasi Schwung holen für die nächste Bergfahrt. Oh, nur noch 0,6 Meilen. Ja, und dann noch ganz kurz zum Ende der Loks. Die ersten der Black 5 Loks wurden im Jahr 62 aussortiert. Dies geschah aber relativ wahllos und ohne dass die ältesten Loks als erste aus dem Dienst genommen wurden. So, und jetzt müssen wir da wieder unterbrechen, denn wir kommen zum Abzweig Evercreech. Und sind auch hier ein Stück zu weit gefahren. Es ist wirklich unglaublich, wie mir das jedes Mal gelingt. Aber wir lassen uns da überhaupt nicht beirren. Wir setzen einfach ein Stückchen zurück. Letztendlich habe ich aber die Vermutung, dass ich wirklich der deutsche Eisenbahnsimulatorspieler bin, der am meisten Blödsinn bei den Zugeinfahrten macht. Ich muss allerdings gestehen, dass ich viele andere, also dass ich, es gibt ja andere, die ja auch Let's Plays mit dem Zugsimulator bzw. Train Simulator machen. Was die machen, habe ich mir zum größten Teil noch nicht angeguckt. Ich wüsste mal gerne, ob die auch so häufig an den Bahnsteigen vorbeisegeln wie ich. Oder ob das eine echte Besonderheit von mir ist. Ja. Jetzt ist also zumindest der hintere Teil. Ja,
komplett steht die Lok so, wie sie sollte. Nee, wir wollen uns nochmal angucken, ob da noch was zukommt. Und ob wir noch eine Station weiterfahren müssen. Ich denke, wir müssen noch bis nach Evercreech selber rein. Genau. Also. Geben wir noch mal Gas. Fahren von der Abzweigstelle nach Evercreech selber. Sie haben die Fahrt abgeschlossen, aber den Fahrplan nicht eingehalten. Dies wird sich ändern, wenn Sie besser mit der Black 5 vertraut sind. Spielen Sie dieses Szenario am besten nochmal. Das will ich nicht ausschließen, dann aber sicherlich ohne euch. Bis dahin möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr diesen relativ langen Weg, finde ich, mit dem Rail Simulator mit mir zusammengegangen seid, mich bei meinen ersten Let's Plays begleitet habt. Ich bedanke mich dafür, freue mich auf euch, euch bald wiederzusehen mit den dann nächsten Projekten. Bleibt gesund, bis dahin, ciao, euer Chilled Frank.